Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Nein, mein Name ist Sergeant Heinrich von den Blood Angels und wir spielen Space Hulk Tactics. So, das Relikt. Dann gehen wir mal weiter. Der Weg vor uns wirkt sicher. Keine Strukturschäden erkennbar. Verstanden, Bruder. Gut, weiter. Das Relikt. Yep, mehrere Lebenssignale vor uns entdeckt. Der Weg ist nicht mehr zugänglich. Die Luken sind verschlossen. Es ist für uns zu spät, dort entlang zu gehen, Bruder. Ja, gut. Wir sind hier auch quasi durchgelaufen. Habe ich ja gesagt. Wir haben es ja auch ausgewählt, dass wir durchlaufen. Und hier nicht Schlendere Dendeli. Ist egal. Gehen wir mal weiter. There are ghosts in this place, calling out to me. I sense the imprint of our perished kinsmen. Of sons of Russ, lost and long dead. Their souls were torn apart by centuries adrift in the warp. And yet, the will of the Space Wolf lingers on. Such impressive fortitude. Brother Sergeant, deploy your squad to cover Brother Hagios. His witch sight will lead you. You must protect him at all costs. Seine Hexersicht. Okay. Understood, Brother Captain. Gut. Och. 2240 Bauteile. Verbesserung Magazin. Kann er mehr Munition mittragen? Verteidigungshaltung für Ariel. Autowache. Scheiße, das kann man. Das ist Madril. Das ist wahrscheinlich scheiße. Das hätte man vorhin auch haben können. Für jemand anders. Oder, na, vorhin, vor ein paar Folgen, ich glaube vor zwei. Da habe ich das nicht ausgewählt. Das bestimmt, dass dieses, was ich mal mache, diese Auto, diese Wache, dass er das bestimmt automatisch hat. Und Dauerfeuer für Armando. Und dann nochmal. Achso, und das ist, das kriegen wir alles, wenn wir die Hauptquest haben. Exfiltriere den Servoschädel. Und wenn man ihn findet in 15 Zügen, gibt es doch mal 1120 Grad drauf. Ja, machen wir doch. Gib, 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 gib. So, wir dürften doch jetzt. Ach, was sind 2000 Teile? Gib mir den Hammer. Auswählen. Dann verlieren wir unser Stormbolter. Wir kriegen einen Plus auf Nahkampf von vorne. Wiederhole den Wurf, wenn du den Nahkampf verlieren würdest. Oh, sehr gut. Sehr gut. Minus ein Würfel für Genestealer im Nahkampf von vorne. Ach, hier auch von vorne. Das heißt, von hinten sind wir natürlich, ja, leichte Beute. Das mit dem Schild, ne? Und ey, diesen Energiehammer. Das erinnert mich so an meine Lieblinge. Die Imperial Fists. Alter Schwede, geil. Und wir haben den Skriptor. Andere Waffe kann da nicht haben. Oh, Module. Wer ist das denn? Haben wir gar nicht dabei. Für alle Schüsse auf Türen plus 1. Na gut. Zielsicher. Ich habe ja auch nicht dabei. Ich lasse ich ja immer zurück. Was haben wir hier? Dauerfeuer. Haben wir schon. Ach, ist schon ausgestattet? Dann haben wir es jetzt. Wusste ich gar nicht. Habe ich nie geguckt. Jetzt, wo ich das in dem Missionslog anfangs sehe, dachte ich mal, guckst du mal. Und hier können wir den auch mal gleich verbessern. Ziele auf einen Plip, erhalte daraus einen Genestealer. Okay. Ziele auf einen Terminator, der Skriptor überträgt all seine Aktionspunkte. Das nehme ich. Das habe ich beim Zahn schon nicht genommen. Im Nachhinein hätte ich es doch das gern genommen. Gehabt. Oh, ja. Entschuldigung, Doc. Du bleibst zu Hause. Wir nehmen den Skriptor mit. Ja, ein Nahkämpfer. Zwei schwere Wummen. Ein zukünftiger Nahkämpfer und ein Skriptor. Gefällt mir langsam. Gerade der Skriptor, der kann jetzt schon mehr als der Arzt. Die KI, als ich die Genestealer gespielt habe, da konnte der gegnerische Skriptor quasi, ja, Wege blockieren. Allein das ist schon super. Da können wir mit dem Flammenwerfer Wege blockieren und mit dem Skriptor. Das ist doch geil.
We cannot tarry. I hear the insect skitter minds of those Xenos abominations. They will soon draw close. Moving forward. My Ospex reads a very faint Vox signal. Signifier icons indicate a distress call sent by warriors of the 6th chapter. Captain! Captain Ubaldo! My sensors indicate that your warriors have diverted from the mission plan. I read them heading away from the next target location. What is going on? Explain! 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 Eine Schraube sitzt nicht richtig. Explain! It is not your concern, Fabricator General. This mission is under the directions of the Blood Angels, not the Adeptus Mechanicus. So sieht's all aus, Junge. Objectives will be concluded in due course. Na, das ist ja eine Mission der Blood Angels hier, du scheiß Mechanikus-Typ. Alter, Ranz. But, my lord, now is not the time to become sidetracked by other concerns. The Space Hulk is passing through the outer edge of our geomagnetic belt. Gorgonum is now exposed to the Rex contamination. The situation is critical. Captain, please respond. Do you hear me? Captain Ubaldo? Close and seal that Vox channel. I have had my fill of that cyborg fool's prattle. We will proceed onward without his interference. Oh, danke. Captain Ubaldo. Ja. Okay, hier ist schon mal der Servoschädel, da liegt ein Stormbolter und ein Space Wolf. Ein totes Wölflein. Oh, hier liegt auch ein totes Wölflein. Da auch. Mensch, Mensch, Mensch. Und da müssen wir wahrscheinlich hin. Wir haben 1, 2, 3, 4. Immer an Eckpunkten. Ah, kommt er nicht durch? Doch, hier kommt er durch. Hier haben wir auch... Ah, der ist versperrt. Das heißt, wenn wir hier den Weg öffnen... Das wäre natürlich praktisch und kurz. Wo ist denn... Warte mal. Na, wir setzen erstmal... Hier kommt Sledgehammer. In position. Dann nehmen wir schweren Bolter nach. Sturmbolter nach hinten. Oder wie ist die Waffe nochmal? Sturmkanone war es auf Deutsch. So, Mindflämmchen. In position. In position. Ne, warte, den Skriptor packe ich in der Mitte. In position. Den. Ready. Der ist wichtig. So, 20 Züge, wie gesagt, zum Exfiltrationsort. Also quasi, wir nehmen uns den Servoschädel oder Servoskull und bringen ihn dahin und machen einen Touchdown. Blood Bowl 40k. Nein, war ein Spaß. Ich glaube, der zweite Kaffee oder der Kaffee, den ich vorhin getrunken habe, der war ein bisschen schlecht. Soweit zu unserer Aufstellung. Ach nee, warte mal. Nee, ich muss erstmal auf Enter drücken. Ich wollte wissen, wo die Konsole ist, die ich bedienen muss. Ah doch, ich sehe sie in der Mitte. Aber war das mit der Hexersicht irgendwas Besonderes jetzt? Wir sind in den 80er Jahren. Nein. Ja doch, hier. Da lag ich richtig. Das habe ich zu spät gerade auf der Minimap gesehen. Das sieht so aus wie eine Konsole und das ist wirklich so dahin. Wir müssen ja eh dahin. Ach, der bewegt sich sogar, der Servoskull. Der war doch gerade in der Mitte. Ja, wenn der sich jede Runde irgendwo hinbewegt und sich weg von mir bewegt, dann skalpiere ich den Skull da. Okay. Dann Welt nach vorne. Aber wir haben ja gerade nur 3 Punkte, weil wir sind quasi umzingelt von überall, aus allen Richtungen, also von rechts und links und von oben, kommen dann halt die Feinde. Im Flammerboy hätte ich gern da. Understood. My salvation is my reward. Oh, gib mal ein bisschen Gas da.
Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die erste Runde sollte ja eigentlich ziemlich fix gehen. Wir können ja quasi nur bewegen. Weil die, auch wenn die KI jetzt ihre Flips oder ihre sind niemals, wenn hier was kommen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, never. Nächste Runde. Und das Knistern, ach, ich liebe es. Entschuldigung, musste mal einen Schluck trinken. Die Stimmbänder müssen immer geölt sein. Okay. Ah, dann muss gleich die Tür öffnen. Da kommen gleich zwei Flips. Und die Tür ist geöffnet. Lass ja die Tür zum Servoschädel in Ruhe. Nicht, dass der von mir abhaut. So. Wir können leider nur zwei Felder. Das ist ein Wir gehen zwei Felder mit ihm und gehen auf die Wachposition. Nimmt eine Verteidigungshaltung ein. Bis zum nächsten Zug wird, wenn das gegnerische Ergebnis ein Erfolg wird, sofort der Würfel neu gewürfelt. Das gefällt mir. Schwere Waffen geht nach vorne. Und wir blockieren mal den Weg, indem wir da einfach mal hinschießen. So. Der Bruder geht weiter. Und dann geben wir mal Punkte aus, damit er hier nicht weiterkommt. Das sind zwei Punkte. Das heißt, wir haben nur noch 8. Ich bin mal gespannt, ob die sich pro Runde mit einem aufladen. Da muss ich mal drauf achten. So, das heißt, dann kann er entspannt dahin gehen. So, und du gehst ganz entspannt dahin. Und hältst den Rücken frei. Der Skriptor ist geschützt. Schwere Waffe vorne, schwere Waffe hinten. So. Jetzt kommt ihr, Ungeziefer. Ihr Symbionten, ihr Jeans-Dealer. Von der Rasse der Tyranniden. Na komm, geht durchs Feuer. Trau dich. Weil er macht den Servoschädel die Tür dann auf. Ey, wer da geht sonst wohin, der Servoschädel? Na, von vorne kommen doch richtig viele Signale. Ich glaube, das wird auch für Sledgehammer zu viel. Wenn wir jetzt zwei nach vorne gehen, können wir auch den Winkel des Flammenwerfers ändern. Ja, wo kommt der denn her? Ach, von hinten, okay. Dachte gerade. Oh, nee, schade. Mach mal trotzdem. Ich überlege gerade. Traue ich ihm zu, das da Platz zu machen? Der eine geht mir gerade auf den Zwirn, aber es ist nicht so schlimm. Ich hätte gerne noch die zweite Waffe vorne, aber die schwere. Wird hier ein Durchgang entstehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Schade. Was haben wir für Karten? Ziele. Der überträgt all seine Punkte.
Der muss sich ja bewegen, also kann er nicht machen. Ziel auf einen Terminator plus 1 für den nächsten Schuss. Und Ziel auf den Träger schwerer Flamme. Der Wirkungsbereich des Flammenwerfers erhält 2 Zünder. Achso, das wäre. Heben wir uns nochmal auf. Die wandeln wir mal um. Dann kannst du nämlich bis hier gehen. There, the remains of one of the space wolves. Hold fast for a moment. Oops. I will reach into the void beyond death, and I will seek what lingering scraps of his spirit may still endure. Our second squad was slaughtered like animals. May Russ and the Allfather know them and drink to their memory. They died with honor atop a thousandfold hill of alien corpses. Their names will be sung in our sagas. They paid with their lives to keep the relic safe. Mhm. Vorm Tod nochmal übertreiben. Tausende Alienleichen. Also ich sehe ja keinen einzigen, ich habe ja noch, glaube ich, keinen einzigen Schädel von den Gene-Stealern gefunden. Ich wette einfach mal, der Space Wolf hat komplett versagt und denkt so, oh, jetzt wo ich sterbe, Tausende haben wir gekillt, Tausende haben wir gekillt. Hegios, can you determine the location of the artifact? I fear not, brother Captain. This bold warrior's spirit fades now, like a guttering candle. Only these fleeting memories remain. Er hat's ausgepustet. Na gut. Jetzt gehen wir in den Sledgehammer Mode. Gucken, ob das was bringt. So, ja. Rechts oder links ist eigentlich über. Yes, brother. So, ich mache mal diesmal keine Psi-Fähigkeit mit ihm. Ich will mal wissen, ob er dann pro Runde, wenn er keine Psi-Sachen anwendet, ob er quasi seine Punkte wieder gut geschrieben kriegt. So, wir mal ganz kurz in die geile Ansicht. Und wir schießen einmal auf den. Genau. Das war irgendwie die Decke. Der schießt immer noch auf die Decke. Ja, hallo. Hör mal auf da. Hör auf zu drücken. Lass doch mal los da. Der ist tot. Danke. Alter, das hat er ganz schön Munition verschwendet, hä? Ja gut, der ist hin. Da hinten haben wir keine mehr gerade. Dann können wir ja quasi nochmal einen Schritt nach hinten gehen. So. Und dann kommt mal ran. Ihr Jeans-Dealer. Ja, der von hinten kann erstmal laufen. Ach, da kommt noch einer. Sergeant! Scheiße! Ich glaube, der Sergeant ist da falsch. Eieieiei. Das sind zu viele. Da hätten doch die Leute mit der schweren Waffe rangemusst. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn bei beiden Gängen beide mit schweren Waffen dran gewesen wären. Das wäre deutlich geiler gekommen. Ja. Das ist echt nicht gut. Also hier hätte auch für ein Backup bisher hätte da auch ein einfacher Marine gereicht. Ja.
Und hast du jetzt... Der hat immer noch 8. Der hat doch hier so einen tollen -13 Punkte. Jeder Genestealer innerhalb des Gebiets muss würfeln, ob er eine Zahl höher ist, oder? Machen wir einfach mal. Würfelt mal, ihr Genestealer. Und da ist schon eins zerrissen. Und die dann sind komischerweise weg. Das waren alles Fehlsignale. So. Dann möchten wir jetzt mal aufräumen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir möchten da hinkommen. Kann man umdrehen. Ja, ich weiß, dass ihr da seid. Ja, ja. Ich habe damit gerechnet. War aber nicht so nah. Warte mal, jetzt müssen wir was Kräftiges umwandeln, du. Oh, nee, warte mal. Das wandeln wir um. Und das hier spielen wir aus. Auf ihmchen. Und dann kannst du hier schön mal 2 Runden... Was ist denn das denn? Ich flame mich selber? Warum kann ich nicht hier setzen? Das ist doch Beschiss. So, jetzt habe ich meine 2 Punkte dafür verbraucht, ne? Ah, oh, das ist doch echt... Nee, da. Geht nicht. Warum habe ich mich denn gerade selber... Wie doof ist denn das? Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der hat seine Fähigkeit schon benutzt. Karten haben wir auch schon alle gespielt. Oh Mann! Der hätte alles wegflamen sollen. Yes, Brother. Ich hoffe, der kann zielen. Waiting for him. Scheißendreck, ey. We shall cleanse. Scheißendreck. Taking up position. So, einmal gratis gegangen, das heißt, wir dürfen schießen. Ah ne, wir sind gegangen, einmal gratis schießen. Sieht gut aus. Gut, die häufen sich da und den Rest machen wir aber AP. Der soll sich mal echt seinen Kill verdienen, aber die kommen durch. Ich kann machen, was ich will. So, Sledgehammer. Attacke, was haben wir noch für eine Chance? 58%. Ich möchte auf die geile Nahkampf. Genau. Ein Hammer, ein Schild, ein toter Genestealer. Aua! Hm. Hm. Also irgendwie nicht geil, oder? Ich dachte jetzt, der haut jetzt ja echt auf die Scheiße. Aber das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Dann gehen wir noch einmal, dann haben wir wieder einen Gratisschuss. Alter, stirb doch mal. Geht doch. Ja, unser Sergeant, unser geilster Nahkämpfer ist schon tot. Ja, dünnt sich aus. Ich glaube, der mit der schweren Waffe ist auch gleich dran. Ja, danke. Nochmal. Nein! Skriptor! Skriptor nochmal, du Dover! Alter, du mit dem Flammenwerfer, du bist geil! Wenn du den auch noch überlebst. Alter Schwede. Ach, da kommen noch mehr. Der Skriptor kann nicht mehr schießen? Alter. Nein! Alter, wie... Alter, episch. Epischer Motherfucker. Überlebt das, überlebt das, überlebt das. Alter, du bist der geborene Nahkampf-Motherfucker. Das ist einer. Ey, die Typen mit Flammenwerfer sind die geilsten.
Nicht sowas, brauchst keinen tollen Hammer. Reine Energiefaust, diese Standardfaust von jedem Marine. Reicht völlig. Und mein Sergeant kriegt das mit seinem Hämmerchen und Schildchen nicht hin. Ich finde, der mit dem schweren Flammenwerfer sollte jetzt hier so einen Orden kriegen, dass er ein Sergeant wird. Also, das ist ja wohl mal episch gewesen. Das war ja mal richtig episch. Also, das war ja wohl richtig geil. Der hat 3 Leute gekillt. Oder? Also, einen hat er auf jeden Fall gekillt. Das könnte die Leiche sein. Ach, ich sag jetzt einmal, ey, wenn Space Wolf mit 1000 Alien-Leichen übertreiben darf, dann sage ich jetzt einfach, mein Flammenwerfer-Typ hat im Nahkampf jetzt 3 platt gemacht. 3. Der kriegt ja nicht mal einen Sergeant geschissen. So. Da hinten sind schon welche, die haben Angst. Nach vorne flamen möchte ich aber jetzt nicht. Wir drehen hier erstmal. Da ist schon der Servoschädel. So. Ein Gratisschuss. Wird sogar angezeigt, habe ich gar nicht gecheckt bisher. So, 3 Punkte. Was war das nochmal? Ziele auf einen, ja, mit der Aktionspunkt übernehmen. Ziele auf einen Terminator der nächsten Nahkampf, okay. Jeder Terminator bekommt einen. Können wir die jetzt ausspielen? Spiele die einfach mal aus. Und die wandeln wir um. Das heißt, er könnte jetzt den Weg gehen. Ah, der kommt doch erst nächste Runde. Die haben noch 4, okay. Ach so, da ist kein Signal gerade mehr. Mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot. Das heißt, er kann den Servoschädel einsammeln. Machen wir das doch mal. Hier. I see it. This servo skull bears the mark of the wolf. Your sight beyond sight has served us well once again, Hagios. What can the skull tell us? Müssen wir nicht da erstmal die Daten auswerten? It is damaged. The datum corrupted. But I will attempt to extract the content. Guter Mann. I perish this day. I will not despair. Know then that we, the Sons of Ras, found what was lost so many centuries ago. If it be a miracle, the power of the Golden Throne reaching across the infinite, then so it is willed. If it be the Wolf King Leman Ras who led us here, then all for the better. But so it is. The relic. It is a great seal of the Emperor of Mankind. One touched by his own hand, gene-coded and authentic. A scribe say it was lost when the traitor fiend Horus rebelled against his father, but no longer. With this object, the most important edicts of the Imperium were sealed for eternity. All that is sacred, our laws, decrees and orders, everything that he gave to humanity, everything that has endured the test of time. Can it be so? I dare not question. The relic is a seal of the Emperor himself. Its value is incalculable. We cannot let such majesty rot in that unholy place. In the name of our liege lord Sanguinius, we must liberate the artifact and see it returned to Terra. If it be true, then the weight of destiny now lies heavy upon us. Also ich könnte, für die, die jetzt nicht so mit dem Warhammer 40k-Universum ist, der Imperator, der ist quasi, ich weiß nicht, wie es im 41. Jahrtausend ist, aber im 40. Jahrtausend, in diesem Zeitbereich, sitzt er gefangen auf seinem Thron und ist eigentlich quasi nur noch eine Leiche mit ein bisschen Haut und Fetzen dran. Und alles, was vom Imperator irgendwie ist, ist heilig. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr zum christlichen Glauben gehört, müsst ihr euch das so vorstellen,
Irgendwo wird ein Buch gefunden, was oder irgendwas wurde gefunden, wo Jesus damals mal draufgeschrieben hat oder was berührt hat und es ist nachweisbar. So ungefähr so wichtig ist es für die auch. Weil wenn wir jetzt ein Buch finden würden, was Jesus geschrieben hätte, das wäre ja Highlight, das wäre ja unvorstellbar. Und so ungefähr ist es hier für die Brüder auch. So, macht Sinn, noch einen Schritt weiter zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot. Nö, macht keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn. Die Tür ist aber verschlossen. Wir brauchen Zeit, um die zu öffnen. Wir machen einfach mal hier. Machen das einfach mal runter, damit meine Brüder nachkommen können. Bruder Flamer! Ich schicke die jetzt einfach mal straight nach vorne. Hold, brothers. I see the body of another wolf son. I will ask the dark to summon the fragments of his soul. Fire and pain is all that remain. The wolf lord protects the relic, but he lies trapped. We must not die unremembered. Our tale unknown. All data must be transmitted to our chapter. They must know how we met our ends. Downloading all tactical reports to Servo Skull Memory Bank. May we be evoked in the Hall of our Kindred. Okay. Mehr steht auf Deutsch nicht. A wolf lord? There. Do you see any sign of his body? And a Servo Skull? There is a glimmer of thought haze nearby. A tiny ember. Perhaps it is the machine slave, still active after all this time. Ja, gucken wir mal, was wir alles finden. Ich lege hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich ziehe jetzt hier straight. Na komm. Lauf, Bruder! Ach, oder die zwei Aktionspunkte, galt das jetzt nur für den Skriptor? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ne, die haben wir doch schon alle. Ah, gut. Ich ziehe das alle hier einfach mal. Warte hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö, nö, wir ziehen hier einfach mal straight zurück. Dann haben wir nämlich hier nur einen Bereich, den wir abdecken müssen. Und da haben wir die Tür zugemacht, dann können nämlich einer in Ruhe mal die Tür aufmachen und ja, quasi, wir müssen das, die Konsole betätigen. Dann geht zwar die Tür auch auf und die Tür und dann können die Feinde auch von da kommen. Ah, und ja. Aber wir müssen ja die Tür öffnen, weil. Ja. Nee, wir müssen öffnen. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Und die auch. Also wir müssen sie öffnen. Kommen wir nicht dran, vorbei. So, Sledge haben wir bisher verloren. Fünfter Zug. Und irgendwie vergeht die Zeit ganz schnell. Ja, sie rennen noch da lang. Achso, die Tür ist ja auch noch zu, genau. So. Jetzt haben wir nur vier Schritte. Bevor ich mit dir irgendwas mache, gucken wir erstmal hier. Da haben wir noch nichts. Bruder Flamer könnte ja. Der ist, muss sowieso auf die Seite hier. Da kann er die Seite hier unter Auge halten. Wir haben so viele Seiten, die wir dann beschützen müssen. Hier muss auch was Geiles hin. Nee, warte, wir machen es andersrum. Schieß die Tür auf. Oder ist die hart? Gut, dann machen wir sie regulär auf. Noch bevor wir weitermachen, was können wir noch? Der kann seine Aktionspunkte auf jemand anders übertragen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Nö.
Ziel auf einen Terminator plus 2 beim nächsten Schuss. Und hier haben wir schwache Geister. Ziele auf einen Terminator minus 3 Aktionspunkte für Gene Stealer in seiner Lichtseite. Ah, der kann man auch gebrauchen. Aber das wandeln wir mal hier um. Dann kann er schon mal quasi. Wo ist denn dieser scheiß Schalter? Ach doch, da hinten. Ja, gut, dann. Ah, er hat auch einen Servoschädel. Den brauchen wir, den Kerl. Scheiße. Den hätte ich doch nicht benutzen sollen. Na gut. Mr. Flamer. Wir könnten jetzt einfach mal nerven. Ne, ich behalte die. Wie viel AP hat er noch? 5. Wir behalten uns die einfach mal auf. Drei Punkte, das ist natürlich scheiße. Kommen jetzt einmal. Ah. Ah, ein Fake-Signal. Ihr wollt mich doch ärgern. Was können wir denn schießen? Oh, Feuer drauf. Das nicht, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da komme ich an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird viel besser. Aber bis dahin könnten wir hier viel mehr Punkte geben, dass wir ihn weiter zurückkriegen. Kriegen wir hier die Tür wieder zu? Ist ja auch toll. Ja, und dann weiter. Ah, da nimmt die Abkürzung. Ich überlege einfach, dass wir mit denen einfach nächste Runde zurückrennen und hier quasi den Weg blockieren. Und dann so ein großes Fick durch an die Symbionten zeigen. Ja! Wie viele hat er dann Punkte noch? Immer noch 5, ne? Und das kostete jetzt Weg blockieren. 2, dann haben wir noch 3 Punkte. Weg blockieren wäre da auch toll. Schwerer Flammenwerfer. Warte mal ganz kurz. Noch diese Übertragungspunkte. Ziel auf einen Terminator bis zum nächsten Zug ist er beim Abwehrfeuer immun gegen eine Ladehemmung. Okay. Umwandeln. Für dich, damit du zurückrennen kannst. Los, schnell, Forrest! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf! Ah, ist halt nicht so schnell. So, dann blockieren wir den Weg hinter uns. Kommen sie näher ran, so blockieren wir quasi in den Weg. So müssen sie im Feld noch mehr gehen. Ach, die müssen sich diagonal. Nicht, dass der jetzt diagonal gehen kann. Das wäre jetzt echt fies. Dann habe ich ein Problem, habe ich einen Toten. So. Sesam, öffne dich. Hallo. Sesam, flame dich. Hey, stirb doch mal. Warum lebt ihr denn noch? Sesam, schalte dich. So, du bist aber der Wichtigste, Junge. Du musst da gleich weg. Hagios, Scry sensors are picking up electrical activity. Another hatchway has been activated. Ja, sehen wir. Brothers, be wary.
The aliens will use this new route to assault us. Ja, das ist klar, dass sie den Weg nutzen werden. Ich will ihn auch nutzen. Das Problem ist nur, unser Bruder ist am Arsch der Welt. Ja, er ist ja schon gerannt vorhin. Und warum lebt er noch? Er muss doch sterben. Der läuft durchs Feuer. Er muss da quasi auch wahrscheinlich für jedes Feld würfeln. Ist jetzt verreckt. Oben links würde ich gerne mit Flammenwerfer zumachen. Und hier unten mit der Sturmkanone. So. Hallo, die Flammen müssen noch aufhören. Die hören bestimmt nach meiner Runde auf, ne? Warum sind die noch aktiv? Ich dachte eine Runde. Na, nichtsdestotrotz. Einmal umdrehen. Müsste es ja quasi einen Gratisschuss geben, ne? Kostenlos. Gut. Der Gang sieht doch richtig gut aus. Mit den Leichen da. Und halt den Gang mal unter Beobachtung. Ach, das mit dem Flammen stört mich jetzt. Dass der Weg immer noch blockiert ist. Ich dachte, es ist nur eine Runde. Wir können jetzt mal die Karte ausspielen. Wir lassen die Spielnummer aus. Und er kriegt sie. Hat er natürlich mehr, als er braucht. Jo. Pass auf, jetzt nehme ich... Die Flamme ist bestimmt ein Fehler. Wenn ich jetzt die Runde beende, ist die Flamme bestimmt weg. Pass auf. Alter, was da für Signale gleich kommen. Gut, der ist auch weg. Der Gang wird immer hübscher. Und der nimmt eine Abkürzung. So wie sein Kumpel da vorne. Was? Ah, nee, mein Zug. Okay. Jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen drehen. Du kriegst gleich noch Aktionspunkte. Du bist jetzt wichtig. So. Eigentlich eine gute Idee. So, drei Umwandlungspunkte. Du brauchst auch nur zwei. Das heißt, die reicht auch. Klammer an. Oh, der andere ist schon weg. Das war ein Fehlsignal. Ist mir aber gerade scheißegal. Dann wird das jetzt einfach mal abgefackelt. Der wichtigste Mann rennt hier erstmal lang. So, der Skriptor folgt. Können wir mal ganz kurz überlegen, ob es jetzt vielleicht schon Sinn macht, diesen Weg abzusperren. Aber da ist ja gerade kein Plip, ne? Ah, wenn einer kommt. Eins, zwei, drei. Ach, eigentlich zeigt es schon an 24. In seiner Position aus. Wir haben aber seine. Und zähle ich immer. 19. Zwei Runden braucht er quasi. Bis dahin sind wir aber da. So. Ja, ich würde sagen... Wir gehen einfach zwei Schritte, ne? Altes Spiel, kennst du ja, mein Freund. Warum ist links und rechts? Egal. Und ein gratis Schuss haben wir. Wir haben aber kein Ziel. Oder? Nein, das bringt ja nichts. Würde ich sagen. Dann hat er 1, 2, 3 Felder zum Sterben. So, weiter. Jetzt KI machen wir ein bisschen hinne. Das Video geht schon viel zu lang und ich möchte es nicht schneiden.
Aber ich werde es auch nicht schneiden, weil ich finde das immer kacke. Ich will eine Mission immer komplett zeigen. Ich finde es was kacke, wenn man das so auch noch in die Länge ziehen würde. Das Spiel ist ja schon ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Dann muss ich das hier auch noch machen. So. Kommt ruhig. Der Gang sieht schon gut aus. Bodenbelag Jeans-Dealer. Jetzt neu bei ihren Ikea. Jetzt ist er mir quasi im Weg. Ist ja nicht so schlimm. Doch ist es. Der ist mir absolut im Weg. Aber er kommt ja eh nicht weit, ne? Zwei. Na komm. Ein Punkt hätte er noch gehabt. So, dann geht der und guckt schon mal in diese Richtung. Drei Punkte hat er noch, die laden sich nicht nach. Schade. Dann machen wir mal hier eine Barriere. Das erfreut die Jeans-Dealer. Das war das letzte Mal, dass er eine Barriere machen kann. So, 1, 2, 3 und danach ist es vorbei. Ne, 4 können wir nicht mit dir. Doch, wir gehen mit dir 4, komm. Ja, 4. Oh, warte mal, ich kann den ganz zurückziehen. Dann kann er den Gang beschützen. Noch besser. Ne, da dürften die ja gar nicht hinkommen. Außer sie nehmen auch eine Karte, dass sie sich weiter bewegen können. Das ist ein bisschen Risiko, aber er könnte dann den Gang hier zumachen. Der Flamer da vorne macht den zu und dann sind wir jetzt safe durch. So. Weiter. Ah, Plips. Da noch ein Plip. Schade, ich wollte eigentlich den Gang weiter ausschmücken. Reicht leider aber nicht ganz, ne? Sieht aber schön aus, der Gang. Und der Space Wolf hat da gar keinen getötet, ne? Tausende Aliens. Da liegen keine tausenden Aliens. Wo denn? Ich meine, sind ja schon 10.000 Jahre her, ne? Aber hey. Knochen müssten da vielleicht doch liegen oder so. Wer weiß. Also die Space Wolves werden sich bestimmt ausreden. Ah, hier, die Aliens machen sauber quasi, weißt du? Die Jeans-Dealer sind immer so, die halten immer alles sauber. Darum lassen sie nur die Space Wolves liegen, aber ihre Leute nehmen sie mit. So, du bist der wichtigste Mann. Wollen wir das ganz abkürzen? Ach, komm her. Zack. Lauf, Forrest, lauf. Nun los. Lauf. Los, Forrest, lauf! Wie er läuft! Wie geschwind! So schnell! So schnell läuft keiner! Mission complete! Ich hab's jetzt ein bisschen abgekürzt, das Video geht schon fast eine Stunde. Darum, ich hätte es am liebsten noch was weggeflamed. Aber na gut, war doch eine interessante Runde. Und lief eigentlich für uns gut, bis auf Sledgehammer. Der hat's nicht überlebt. Ja, und das erfreut mich noch mehr. Viele neue Fähigkeiten, die meine Jungs verbessern, oder unsere Jungs, unsere Brüder, übernehmen. My brothers, this discovery changes everything. I mean no disrespect, brother Captain, but I must question our next action. What do you mean, Lexicanum? Speak plainly. We have a mission to fulfill. We are honor-bound to follow our duty to the citizens of the Imperium on that forge world below. We have only the words of a warrior who lies centuries dead that this seal still resides somewhere in the mass of this great wreck. It could take decades to scour the hulk from bow to stern, time we do not possess. Would the Emperor have us sacrifice an entire forge world, a world vital to our chapter, for the vain hope of finding a long-forgotten relic? Und die Space Hulk, Space Hulk ja schon, die Space Wolves waren sich, glaube ich, damals auch nicht sicher. Sie haben nur gesagt, es war ein Signal, was schon sehr alt ist. So aus der Zeit des Bruderkriegs ist, ne? Und ich glaube, was es ist, wissen die ja auch nicht. Außer irgendein Relikt von dem Imperator, ja. Von dem Signal her wissen sie, es ist irgendwas von dem Imperator.
Naja. As always, your counsel is clear and insightful, Hagios. I will consider your words and weigh the price that must be paid. For now, continue with the mission at hand. Wir werden natürlich beides machen. So, das war die Suche mit dem Relikt. Wir kommen jetzt weiter und sind in einem neuen Bereich. Mal kurz drüber schauen. Und da werden wir wahrscheinlich wieder... Oh, ganz viele Signale, ganz viele Nebenmissionen. Das ist ja alles vollgekleistert. Das heißt, wir gehen irgendwie nach links oder rechts und dann gibt es ganz viele kleine Skirmish-Matches. Und dann... endgültig. Was? Endgültig verriegelt, okay. Ja, das wird mal interessant. Mal gucken, wie ich das machen werde. Aber ich denke mal, hier machen wir erstmal einen Break. Das Video geht lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte oder Infos habt zu den Space Marines, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und meinen Videos, ich habe einen Kanal, da gibt es ganz viele tolle Videos. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.